Freunde der traurigen Unterhaltung, hallo. Da sind wir wieder. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben den zweiten Akt gemeistert. Juhu. Und jetzt stehen wir hier vor Corona. Da hinten. Ja. Hab schon ein bisschen gespickelt. Ich habe hier diesen Stein entdeckt. In der letzten Folge schon auf dem Boden. Den nehmen wir natürlich mit. Ja. Und jetzt gehen wir durch den Gulli. Das ist kein Gulli. Ja. Podest. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Was für ein Mechanismus? Nichts. Was nichts? Okay. Klopfen wir mal freundlich ans Tor. Askil, lasst uns herein. Nein, diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe. Denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Jammerlappen. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Hilda, unbekannte Erbauer des furchteinflößenden Tores. Na, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann weiß ich auch nicht. So. Oh, da kann den Mickey, kann man gar nicht lang gehen, okay. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint kein Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Die Möglichkeiten sind begrenzt, um ehrlich zu sein. Okay, was ist das hier? Ah, oh. Toll. Und jetzt? Hab ich was verpasst? Tut sich ja gar nichts. Nichts. Okay, man kann sich also draufstellen. Nichts. Nichts. Viele Dinge haben sich doch bewegt hier unten. Okay. Naja. Das hat bestimmt damit zu tun. Okay. Es hat sich nichts verändert. Nichts. Nichts. Aber das sieht doch aus wie ein Totenschädel, oder nicht? Wie auf der Tür. Auge? Auge? Ist da oben so wie die Birne? Jetzt mache ich es mal so, wie es war. Damit ich den Unterschied erkennen kann. Nichts. Na, schon besser, oder? Nichts. Um Gottes Willen. Was passiert, wenn ich an dem hier ziehe? Nichts. Ah, hat sich dieser Stein nach rechts verschoben. Nichts. Oh Gott. Okay. Dieser hat sich nach hinten. Das ist der zweite von hinten gewesen. Dann muss ich jetzt den. Der war, glaube ich, schon ganz gut, da wo er war. Aber der erste muss weiter nach rechts. Das sind fünf Steine. Oder? Eins. Zwei. Nichts. Eins, zwei, drei, vier und der fünfte. Ne, ich sehe nur drei.
Boah. Nichts. Nichts. Okay, das hat jetzt die Augen hier verschoben. Das war jetzt nicht so gut. Den mittleren zu machen. Na, scheiße. Jetzt sind alle hinten. Okay. Okay, Leute, so wie es aussieht, wird das jetzt eine harte Session. Nichts. Ich schau mal, ob ich das dann vorspulen kann, weil ich werde jetzt genau Folgendes machen. Eins nach dem anderen werde ich jetzt hier runterziehen und diese Methode machen, weil ich nicht erkennen kann, wo die fünf Sterne sind. Doch, hier unten eins, zwei, drei, vier und der fünfte. Nichts. Ich kann nur vier sehen, aber ich kann nicht den fünften sehen. Eins, zwei, drei, vier. Und die Nummer 5. Number 5. Goban. Madokodeska. Nichts. Okay, ich werde das mal testen. Oder halt ausprobieren. Und wenn es sich geöffnet habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Yippie, ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Hi Leute. Ich habe es geschafft. Ich habe den Schlund der Hölle geöffnet. Ja, hier der Totenkopf steht. Und der Witz ist, es war noch genau ein Schalter anders. Nur, ich habe nur einen umgelegt. Scheiße, welcher war's? Wenn ihr euch die letzte Folge anschaut und die jetzt, dann seht ihr, ich war schon dicht dran. Und nur ein Schalter noch. Ich lache mich tot. Ah, ja. Aber ich habe euch jetzt diese eine Minute des Probierens erspart. Und weiter geht's. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Ja, so scheint es. Was sind das nur für grausige... Es sieht aus... Gruselig. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Also, Tyrion Lannister sieht die Sachen ein bisschen anders. Lass uns jetzt nicht über Tyrion Lannister reden. Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Gorny, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen! Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder. Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen.
So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie einen Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Garney! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Garney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Garney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Garney. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz. Pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun drück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Oh mein Gott, was für ein Raum. Ich kann hier nichts machen, ne? Schlachtplan. Ein Seil und es liegt in Reichweite. Heute muss mein Glückstag sein. Nein, sie sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Nein, ich komme... Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Okay. Nein. Weiter gehe ich lieber nicht. Die Wache würde mich sehen. Horn. Was ist das? Horn. Horn. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Es sitzt felsenfest. Das wäre ein guter Platz, um das Seil festzubinden. Das sollte ich als Idee im Hinterkopf behalten. Oh Mann. Stein am Seil. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Okay. Am Horn. Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Gottes Willen. Gottes Willen. Der kleine, lustige, blutrünstige Clown. Das war ich. Wer hätte gedacht, dass ich zu so etwas fähig bin? Ich hab's schon immer gewusst. Ich weck ihn lieber nicht. Ich mag gar nicht daran denken, was er dann mit mir anstellen würde. Ich kann es nicht mitnehmen. Es ist oben. Okay, dann in der nächsten Folge geht's weiter. Da gehen wir dann diesen Höllenschlund rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.